soll man nach diesem wirklich großen Lob noch sagen? Man freut sich wahnsinnig, sowas hören zu dürfen. Und ich wollte mich ganz herzlich für die große Aufmerksamkeit für den Film bedanken. Wir haben ab und zu mal kurz neugierig reingeguckt. Und ich muss mich vor allen Dingen auch bei meinen Schauspielern bedanken, die sich auf eine Weise auf den Film vorbereiten mussten, wie das nicht üblich ist, weil sie in eine ganz andere Zeit eintauchen mussten. Das bringt immer sehr viel an Recherche und Arbeit. Herzlichen Dank für wirklich die tolle Aufnahme hier, wo wir so gemütlich beisammen stehen. Direkt auch mal ein paar Fragen an die Mitwirkenden. Rollen aufmache, habe ich mir natürlich den Film angeguckt. Es gab eine Dokumentation auch über den Fall Harlan, in dem auch sein Sohn zu Wort kam, der Thomas Harlan. Und den habe ich angerufen und mich in erster Linie über private Geschichten mit ihm unterhalten, über Mechanismen, die der Vater hatte, über die Art und Weise, wie er mit Goebbels umgegangen ist und solche Sachen. Das war eigentlich das Besondere an der Vorbereitung, diese Gespräche mit dem Sohn. Und Frage natürlich an Moritz, jetzt erstmal die Interpretation von Josef Goebbels, die du hier gibst, ist ja eine sehr außergewöhnliche. Also man ist ja an andere Interpretationen aus dem deutschen Kino gewohnt. Hier ist Goebbels quasi wie ein amerikanischer Filmproduzent, also wie ein Jack Warner oder ein Louis B. Mayer. Habt ihr das vorher abgesprochen? War das ein Konzept, das für einen Film dahinter stand? Naja, also eine Interpretation ergibt sich ja immer erstmal aus dem Kontext. Ne? Also du spielst ja unter Umständen eine und dieselbe Figur völlig anders, wenn sie in einem Melodram steht oder wenn sie in einer Komödie steht. Und es war hier vor allem klar, glaube ich, dass die Figur vor allem für sowas wie für all diesen Wahn auch stehen muss, der diese Zeit ausgemacht hat, für die Kraft, die von so einem Wahnsinn ausgeht. Also das ist wie so ein Motor, der nicht aufhört zu laufen. Für mich war das immer so ein Bild des absoluten Absolutismus. Also ein Mensch, der eigentlich weiß, dass alles, was er tut, zum Scheitern verurteilt ist, aber es einfach trotzdem lebt, bis dann alles vorbei ist. Und genau auf diese Art und Weise ist der Mensch ja dann auch, wie die meisten wahrscheinlich wissen, aus seinem Leben geschieden. Also ohne jegliche Form von Empathie zu irgendjemandem. Also der steht vor allem, glaube ich, innerhalb dieses Kunstzusammenhangs für Kraft in jeglicher Sinne. Kraft der Verführung, des Wahnsinns, des Fortschritts, alles. Also es ist wirklich ich habe immer oft mal gesagt, fast manchmal mehr eine Metapher als die Figur Goebbels. Also wie gesagt, es hängt immer davon ab, in welchem Zusammenhang steht so eine Figur. Wir haben uns ja in der Vorbereitung für den Film auch wirklich viele Filmausschnitte mit Goebbels angeschaut und man muss wirklich sagen, der war wirklich so, der hat also genauso rumgeschrien, der hat also genauso halt eben auch seinen Charme spielen lassen. Ich persönlich finde, dass die Interpretation wirklich sehr, sehr nah rankommt und die Interpretation war auch einer der Gründe dafür, warum Wolz bleibt treu, auch für die Darstellung in Gutzüs Film Ohne Gewissen den Preis als bester Schauspieler beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen in diesem Jahr bekommen hat. Lieber Oskar, wir haben ja, glaube ich, es waren sicherlich so 3-4 Jahre der Vorbereitung mindestens, glaube ich, mal für diesen Film zusammen mit den österreichischen Partnern auch. Premiere in Berlin, wir waren alle da, also großer Publikumserfolg am Abend. In der Pressevorführung gab es aber auch kritische Stimmen. Wie siehst du das? Wie hast du das aufgenommen? Was war der Grund? Also es gibt, sagen wir mal, von der ganzen Genesis des Films her natürlich eine Menge zu sagen. Warum macht man überhaupt so einen Film? Und da gibt es, also wenn du Regisseur bist, immer ganz verschiedene Aspekte und dann kommt es auch immer darauf an, was ist das, was dich an dem Film interessiert. Und
Mich hat im Grunde genommen am allermeisten so dieses Spannungsfeld interessiert, sagen wir mal, was fast so thrillermäßige Züge hat über weite Teile, wie jemand, der ein System oder einen bestimmten Teil eines Systems verkörpert, einen anderen Menschen irgendwie extrem unter Druck setzen kann. Also man hatte zwei Gegenspieler und man hatte eigentlich eine wirklich sehr interessante Geschichte, die sehr, sehr dramatisch und sehr emotional berührend sein kann. Und ich bin immer dem Prinzip treu geblieben, dass ich versucht habe, eigentlich den Film wirklich spannend zu halten. Und wenn man, sagen wir mal, die großen historischen Zusammenhänge betrachtet, wird man auch ganz klar niemandem von uns in irgendeiner Form vorwerfen können, dass wir versucht hätten, das Geschichtsbild in irgendeiner Form zu verändern. Trotzdem kam man dann irgendwie an einen Moment, wo eine unglaubliche Empörung sich Bahn gebrochen hat, die dann eigentlich niemand so recht verstanden hat. Der Grund dafür war der, dass wir aus Moritz Bleibtreus Ehefrau eine Halbjüdin gemacht haben. Entschuldigung, jetzt bin ich, habe schon freudsche Tobias Morettis Frau. Das haben wir gemacht, weil es für mich irgendwie viel nachvollziehbarer war, wie sie reagiert, als wenn sie beispielsweise sich quasi moralisch über ihn gestülpt hätte, wenn es eine Deutsche gewesen wäre. Wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir versucht haben, den Film möglichst spannend zu gestalten, aber ganz genau darauf zu achten, dass wir, sagen wir mal, die Wahrhaftigkeit und den historischen Hintergrund in keiner Weise antasten. Trotzdem muss man natürlich davon ausgehen, dass bei so einem Thema, was, sagen wir mal, da gibt es einen Chor von unterschiedlichsten, sagen wir mal, Stimmen, die alle ganz andere Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben. Wenn du die Überschrift Jud Süß hast, wirst du eigentlich immer, sagen wir mal, eine Kontroverse auslösen. Das war zum Teil von uns, sagen wir mal, das war im Grunde von uns eigentlich nicht beabsichtigt. Wir haben eigentlich im Grunde versucht, dem Film den, sagen wir mal, Titel zu geben, der eigentlich wichtig, der für die ganze Geschichte wichtig ist. Und da sind wir einfach am Ende drauf gekommen, dass der Film Jud Süß Film ohne Gewissen heißen muss und nicht die Geschichte von Ferdinand Marian, weil die eigentlich marginal ist in dem ganzen Zusammenhang. Nein, aber ich glaube auch, dass die Diskussion, die dadurch angestoßen wurde, auch eine sehr fruchtbare ist, die jetzt vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Es geht ja auch ein bisschen darum, das ist auch eine Diskussion, die gerade angestoßen wurde, wie geht man auch mit dem Umgang, wie geht man mit diesen Filmen um, mit diesem Erbe halt eben der deutschen Filmgeschichte, das ja, obwohl es unter Vorbehalt in Deutschland steht, im Internet frei zugänglich ist. Also jeder kann, wenn er will, einen Film wie Jud Süß oder diese anderen Propagandafilme natürlich in Deutschland im Netz runterladen. Von daher halt eben ist das auch ein Punkt, der jetzt einfach auch mal diskutiert werden muss und was, glaube ich, auch eine Diskussion ist, die wir hier auch mit dem Film einfach mal angestoßen haben. Wie geht man damit um, wie geht man angemessen damit um und wie schafft man es, diese Filme aus dem Giftschrank zu enttabuisieren, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist. Man muss sie natürlich ganz klar kritisch aufarbeiten, aber halt eben, man muss sie auch analysieren und sich die Frage stellen, warum haben sie damals halt eben so eine Wirkung gehabt? Und ich glaube, für diese Diskussion ist auch unser Film eine sehr wichtige Grundlage. Das haben wir jetzt auch gesehen in den Reaktionen, die wir in den letzten Wochen hatten. Also ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, den Sie vielleicht nach dem Film noch diskutieren werden und auch sollten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie heute Abend hier waren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns, mit Konrad Film Verleih hoffentlich im nächsten Jahr wieder Gast bei Ihnen zu sein. Vielen herzlichen Dank. Thank you.